Weiter geht's. Da sind wir wieder. Mittendrin ist der Gregor. Mittendrin im, im fantastisch schwierigen Welt, in der Welt 1.1. 1.1, okay, da habe ich Janik gerade auch gesehen hier. Ja, ich habe gerade angefangen, ich habe einen anderen Charakter als Janik genommen, nämlich Prinzessin Peach, die die Fähigkeit hat durch, ich nehme mal an, es sind die Borealis-Kräfte, ja, dadurch, dass die Luft unter ihrem Rock noch ein bisschen aufgeweht wird, dass sie sich für ein paar Sekunden in der Luft halten kann. Jeder Charakter hier hat so ein bisschen seine eigenen Fähigkeiten. Mario ist der Allrounder, Luigi ist schwammig, kann dafür aber ein bisschen höher springen und Toad ist recht fix unterwegs. Aber Peach nehmen die meisten, oder? Die es durchspielen wollen? Ah, shit, warte mal, das wird, ja. Na, Peach wird durchaus oft genommen, weil sie unterstützt beim... Ich drücke immer auf diese Tumme-Taste hinten drauf. Peach wird gerne genommen, weil sie eben wirklich diesen Schwebemove hat und viele der Sprungpassagen damit einfach leichter werden, ne, weil du nochmal diesen extra Puffer hast. Was zusätzlich da ist, zum Beispiel hier kommt man normal nicht rauf. Wenn man nach unten gedrückt hält, gibt es hier den sogenannten Auflademove. Da kann man nämlich höher springen. Das kann jeder Charakter. Ohne das würdest du auch hier wirklich nicht weiterkommen. Das hier ist deine Abkürzung. Wo man rechtzeitig dann sozusagen mit den Bomben sich hier durchhalten muss. Ich weiß nicht, ob man damit gleich zum Boss kommt oder nicht. Aber ich glaube schon. Es gibt etliche Facts, die ich natürlich dazu noch erzählen konnte. Ich habe es bei dem Kumpel immer gespielt. Er kommt da von hinten. Dreimal. Aber vielleicht spare ich mir die auch auf. Ich gehe nachher wieder in die Küche und werde vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, wo das Spiel hergekommen ist, was das Besondere dran ist, was man machen kann. Ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, weil es ja... Oh, no bonus. Sehr ungewöhnlich als Mario-Spiel, weil es ursprünglich kein Mario-Spiel gewesen ist in Japan. Sondern ein komplett anderes, was dann einfach Mario-Charaktere für die westliche Fassung reingebaut bekommen hat. Ja, es passt auch gar nicht in den Reigen der Mario-Spiele so, in jeglicher Hinsicht. Das mit den Charakteren auswählen, die verschiedenen Fähigkeiten. Ja. Diese ganze Geschichte mit, ich springe dir nicht auf den Köpfen, um mich denen zu entledigen, sondern ich ziehe sie aus dem Boden, ich ernte Gemüse und werfe damit. Ja, wobei, du sagen musst, als zweites Spiel, das die meisten kennen, es war ja noch überhaupt nicht festgelegt, was du bei Mario machen kannst oder nicht machen kannst. Oh Gott, oh Gott. Was ist noch bei dir drin? Ähnlich wie es ja mit Zelda 2 gewesen ist. Das war ja auch nur vor allem ein Sidescroller als von oben. Bullshit. Ja, im Grunde kommt es aus derselben Schublade wie Zelda, ne? Der zweite Teil. So zweite Teile, die ganz wenig nur mit dem ersten zu tun haben. Genau, der hat sozusagen quasi als so verschmähtes Kind wurde es angesehen und das Konzept wurde eigentlich nicht wieder wiederholt. Der dritte Teil geht auch wieder ein bisschen mehr in die Richtung des ersten. Aber so Unikum, es gibt Leute, die den weniger mögen, es gibt Leute, die den richtig, richtig mögen. Na sowas. Ja. Nicht alle gleich. Naja, aber es ist so einer der polarisierenden Titel eben. Ich glaube, ja, niemand wird... Wie sieht es bei dir aus? Bist du Plus oder Minus hier bei Mario 2? Das erste Mal habe ich den durchgespielt mit Mario Allstars. Vorher gefiel er mir nicht so besonders gut, muss ich sagen, weil es eben sehr ungewohnt war. Aber als ich es bei Allstars durchgespielt habe, fand ich es eigentlich ganz nett und angenehm. Vor allem, weil es auch so anders war, eine Herausforderung gab und einfach... ja, sowas in der Form nicht wieder existiert hat. So, nehmen wir mal mit. Also ich zeige, wenn ich nachher in der Küche bin, zeige ich euch mal ein Video in einer der Pausen vom Original. Es hieß Doki Doki Panic damals und statt Mario gab es eben dann so kleine Jungs mit Turban, die man spielen konnte. Okay. Aber die Gegner sind, glaube ich, 1:1 aus dem Doki Doki Panic, inklusive der Shy Guys hier. Und die gab es ja öfters dann später in Super Mario. Kann man auch sagen, etliche Sachen haben sich dann in den Mario-Kanon mit eingepflegt. Oh, das gibt's doch nicht. Also wird später auch ordentlich skillig, sogar in den späteren Leveln, wenn man dann gegen die ganzen Endgegner kämpft. Die Maus, die man mit den Bomben weghauen muss. Die große Kröte Ward. Weißt du, kenn ich alles gar nicht. Mich hat das nie angemacht. Ich fand das seltsam damals, dass Mario auf einmal sowas macht, dass man Peach spielt, die Gemüse wirft. Und deswegen habe ich Mario 2 nie durchgespielt.
und ich glaube auch nie länger als eine Viertelstunde am Stück gespielt. Also es ist wirklich ein Mario-Titel, man kann quasi bauen, man kenne ich gar nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass du jetzt hier dieses Zocken gerade übernimmst. Ja, ich hoffe es mal. Also, wie schon erwähnt, Mario Awesome habe ich durchgespielt, aber es war 94. Da muss ich gucken, wie weit meine Skills bei dem Teil nochmal reichen. Das letzte Mario, was ich durchgespielt habe, vor kurzem, vor knapp einem Jahr, war Yoshi's Island gewesen. Aber dafür habe ich, glaube ich, zusammengenommen irgendwas an die 6 Stunden gebraucht. So. Den schmeiße ich weg. Auch, dass man auf die Gegner rausspringt und die einfach weiterlaufen. Ne? Ja, gewaltlos im Grunde, ne? Ja. Man muss sie nicht töten. Okay, das reicht. Oh, Endboss-Mucke kommt schon. Ja. Auch die Lebensanzeige links ist ein bisschen seltsam, ne? 3 Kristalle. Wenn du in der Parallelwelt, in die man reinkommt, da muss man diese komischen Flaschen mit dem roten Trank einsammeln und dann kommst du durch eine Tür in eine Parallelwelt, da finden sich manchmal Pilze. Und die Pilze geben dir hier mehr Energie für deine Energieleiste, also du wirst auch nicht größer oder irgendwie sowas. Auch das Konzept, dass Birdo seine eigenen Eier, die sie oder er ausspuckt, dann wieder zurückwerfen musst. Und auch hier, du wirst gegessen vom Vogel für nächsten Level. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das fand ich immer geil. Dieser Vogel, der hat für mich was Cooles. Der sieht ein bisschen böse aus. Was mag dahinter sein? Extra Leben. Extra Leben. Gibt es da einen Trick für? Oder ist das random? Es ist random, aber ich glaube, einige haben sich auch dann also das Timing abgeschaut. Aber es gibt keinen Trick. So wirklich Übung und Timing. Und der ist auch mir zu spannend. Das sieht aus wie Gameboy übrigens jedes Mal. Der Zwischenschuh. Ja, Jahre bevor es den Gameboy gegeben hat, ne? Aber... kommst du runter? Dann dazu entschieden, da tatsächlich hinzugehen, so. Weil die Karten ausverkauft. Alles. Also die Dauerkarte. Oh nein. Ja, das wissen wir, aber. Jetzt müssen wir euch alles gucken. Also da kommen wir, glaube ich, eh nicht dazu, alles zu gucken. Oh! Puh! Ein Film, der mich zum Beispiel interessiert hätte, Alter. Sonntag. War das knapp? Ja, war echt krass. Okay. Guck mal, diese Münzen, die kann ich dann für Würfe sozusagen im. Morgen ist schon nutzbar. Für das Ende benutzen. So. Ja. Und die? Einige der größten Horrorfiguren hier, die verdammten Gesichter, die ich so lange verfolgen, wenn du einen Schlüssel mitgenommen hast. Der erinnert mich an den fiesen Hurry-Up-Typen, der kommt, wenn du bei Bubble Bobble zu viel Zeit brauchst. Der ist so fies. Der ist ein ähnlich fieser Typ so. Ob das nicht so gut sein? Ja, ich nehme ihn mit. Ah. Schade, ich habe gedacht, das wäre ein Burner. Na, reicht das? Mensch, Alter Schwede, mach mal hin da. Schnell raus aus der fiesen Ecke. Oh, ja. Was, der braucht 2? Lassen wir den stehen, oder? Ich lass den stehen da, obwohl ich könnte da... Ach ja, komm, nee, einfach hin. Lass ihn stehen. I don't care about you. Und da ist Energie wieder. Ja. Kommst du da durch? Warte mal, oder kann ich durchrutschen vielleicht? Ja, Peach ist nicht so slippy. So. Oh, doch. So, alles klar. Oh, pass auf. Ah, du dummes Schwein. Schwein? Das war eine richtige Emotion, Gregor. Das kam von Herzen, das habe ich gespürt. Das kam von Herzen, ja. Wenn solche Schweine... Aber Schwein ist auch nicht... Ich habe Videospieler nie Schwein genannt. Ich nenne alle Schwein. Ah, okay. Das sieht sehr nervenaufreibend aus. Was machst du? Oh Gott. Nee, ich hab gedacht, da ist jetzt Walrus Action. Okay. Stehen lassen, nochmal probieren. Ja. Ich bin jetzt nicht sicher, wie das Continuo hier gelegt ist. Wenn man eine Welt mit allen 3 oder 4 Leveln schafft, ob man dann bei der zweiten Welt weitermacht, wenn alle Leben vorbei sind. Oder ob du nur maximal 2 Continues hast. Um alle durchzukriegen. Brauchst du so viele, Gregor? Man sieht, wenn ich jetzt schon hier in Welt 2-2. Oh, ich hoffe, dass hier irgendwo. Na, scheiße. Ich will sie alle nicht verschwenden. Falls hier nochmal ein Trank sein sollte. Ja.
Ja, das hat mich eh gewundert. Da ist der Trank scheiße. Oh! Pass auf, nur noch einen Hexagon Lebensenergiepunkt. Keine Kräuter hier. Na gut, vielleicht finde ich hier was. Nee, nichts. Schade. Diese Palmen finde ich seltsam, dass sie so wenig Blätter haben. Die sind weird. Die sehen irgendwie sehr verkümmert aus. Vergeilt, glaube ich, nennt man das. Wenn der Stamm, wenn der Stamm zu lang ist beim Keimen oder die Pflanze zu wenig Licht abbekommen habt und deswegen zu lang wächst und instabil wird. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Wie ist die Lage? Ja, ich pack jetzt mal richtig was drauf. Wie oft kommt Birdo vor im Spiel eigentlich? Ich glaube, fast in jedem Level als Boss. Okay. Sozusagen. Es gibt also ein paar nochmal Spezialbosse, wie eben die Ratte oder Ward. Aber du triffst auf Birdo relativ häufig. Ich habe mich eben unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, aber du kennst ja wahrscheinlich auch noch Jana Sisters, ne? Ja. Was ja von Nintendo da tatsächlich im Grunde verboten wurde. Und dann gab's, ich weiß nicht, kennst du das Spiel, was genauso war wie Jana Sisters, nur ein paar Texturen wurden ausgetauscht, dass es wirklich Mario ist. Mhm. Kennst du das? Wenn ich mich richtig erinnere, also da werden mich bestimmt dann die großen Experten dann korrigieren, das, was wir später als Jana Sisters kannten, war schon der Versuch, quasi diese Mario-Kopie ein bisschen legitimer zu machen, denn... War das so rum? Ja, war zuerst das Mario-Ding, dann haben sie die Lizenz für nicht bekommen und gesagt, machen wir unser eigenes Spiel draus, wurde Jana Sisters draus, aber das war immer noch zu nah dran am Original. Ja, ach so. Dann habe ich also das Spiel noch vor Jana Sisters gespielt. Das macht mich quasi noch ein Stück cooler, ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe es auch einen Kumpel als auf dem C64 gehabt, das quasi Super Mario hatte. Ich weiß nicht, ob die Level exakt so gelegt waren oder ob man schon die Jana Sisters Levels hatte. Nee, die Level waren wie bei Jana Sisters, nur die Blitze wurden ausgetauscht durch Pilze und der Charakter, die beiden Jana Sisters, dann hattest du den Mario. Sonst war es aber wirklich auch mit gleichen Gegnern und Leveln. Ja, das war der Versuch quasi, das zu legitimieren. Ich kann mich nicht mehr an den Namen von... Ich weiß nur noch die Release Group, die das auf dem C64 rausgebracht hat. Rainbow Arts hat das gemacht. Bracklesoft, ich rede von der Release Group. Also, Release Group weiß ich leider nicht mehr. Hat man ja aber auch recht häufig gesehen, den Screen. Dennis. Ja? Nice. Aber Genesis, das könnten wir auch gerne mal spielen. Habe ich immer auch noch das ist so meine schönste Erinnerung. Da hat gerade Deutschland das WM-Finale gewonnen, 1990. Am Tag darauf sind wir nach Griechenland gefahren mit dem Auto, weil da Sommerferien waren. Du dummes Schwein. Und ich habe Genesis das gespielt, nachdem Franz Beckenbauer über das Feld geschlichen ist in Italien. Ah, da war ich gerade im Urlaub. Nee, da war ich im Urlaub. Ja, wir sind am Tag danach in Wolf gefahren, weil bist du älter als ich, oder was? Ich bin 78 geboren. Ah, okay. Naja, das ist ja nicht so viel, oder? Ist nicht so viel. Alter, ich drück drauf. Wenn ich jetzt Continue mache, bin ich wieder auf 1-1, oder? Na? Ja, aber ich muss kurz warten. Ja. Wobei doch, ich komm mal. Gerade ist hinten was Leckeres zu essen. Ist es okay, wenn ich das einmal kurz geschnappt? Weil ich habe schon der Dennis Heinrichs und kreist so immer mit immer kleiner werdenden Kreisen um diesen Grill. Und irgendwann stürzt er hinab. Okay, jetzt bin ich ein bisschen im Flow. Boah, alles gekriegt. Jetzt bin ich ja voll im Flow. Go with the flow. Okay, vielleicht auch nicht. Wir haben eine Müllschüssel hier auch. Wir hätten mal Super Mario 64 spielen sollen. Das ist noch schön. Das ist ein Wunschkonzert, Gregor. Das ist Arbeit, Wunscharbeit. Ist cool, man. So. Oh, na!
Peach ist leider auch ein hier klein wenig schwammig im, im Abgang. Ja, zu spät kommt die Geschmack. Guck mal, sieht bei Birdo im Körper auch noch die, die Kugel, die Öffnungskugel drin, als ob die dann durchscheint durch den Alabasterleib. Da, genau. Konnte man die ganze Zeit sehen. Ist mir auch noch nie so aufgefallen. Nee, Alter. Nein, kein Bro. Extra Leben, ja, guck mal, jetzt. Ich... Oh, keins. Und eins habe ich noch. Ah. Bipidipidü. Ich hab vorhin bei dir angerufen, nach dem Steak reserviert. Erinnerst du dich? Angerufen für Steak. Da können die noch nicht alle reserviert haben. Ich muss der Erste gewesen sein. Ich hab per Anruf telefoniert, ich brauche nach dem Steak. Nein. Okay, dann nehme ich halt Schweine. Hier. Okay. Der Telefon. Bist du jetzt extra nur wegen dem Fleisch hierher gekommen? Ja, ich hab wegen des Fleisches. Wegen dem Fleisch. Oh, nur einmal berühren. Oh, oh, oh. Puh. Der Penny ist nicht weit. Den kannst du sagen. Ah, das ist das hier für den digitalen Werbung. Oh, oh. Dann lege ich noch mal zwei Würstchen drauf, würde ich sagen. Gibt's noch Würstchen? Nein, ja. Würstchen sind noch hier drin. Die kannst du haben. Hier. Würstchen? Ne, ich mach mir gleich den Schweinebauch. Oh, Scheiße. Bist du noch nicht fertig? Nee. Bloink. Schon ein bisschen unverschämt hier, ne? Oh, ich hab voll Hunger, ey. Ich hab euch hier, ich hab noch von denen gehört und ich bin losgerannt. Hey. Grillen und ist losgerannt. Wie läuft's denn mit Mario? Ist das schon zwei Jahre? Ja, ist schon durchgespielt alles. Aber den ersten. So, oh, jetzt, ich werde so viel Coins kriegen. Ich werde so viel Coins kriegen. Achtung, der Gregor wird so viel Coins kriegen. Ich werde so viel Coins kriegen. Wie noch nie jemand bekommen hat vorher. Oh, oh Coins. Oh, Münzen. Coins. Ja, das sind die einzigen Themenfarben heute angezogen. Ja, ne? Alter, Ziel hast du gesehen, ich leg noch einen drauf hier. Ja, ich hab die Hälfte gemacht, ich bin nur blau. Das ist schon aber es reicht schon, oder? Okay. Apropos, ach, da darüber ein, lacht ihr, aber nicht mit dem Thema. Du hast zu leise gesagt. Ja, echt. Janik, gib mal bitte da vorne den Apfelsaft. Den Apfelsaft? Ja. Ja. Da sieht der Chat, Coingasm. Die Leute fragen sich natürlich jetzt da draußen, warum trinken wir schon mittags Apfelsaft? Aber es ist natürlich im Internet, weißt du nie, welche Zeit woanders gerade ist. In unserer Zeitzone ist es jetzt gerade abends. Von daher ist es vollkommen legitim. Es ist nach vier. Na, in zwei Minuten ist es nach vier. Es ist nach vier extra lives. Scheiße, alles daneben. Oh, komm. So viel? Ein noch? Man hat da leider keine Anzeige, welches Level ist. Einer noch. Doch, 1-3. Weißt du, wie viel es hat? 8, wenn ich mich nicht irre. 8 Maximum? 8 Welten. 8 ja, am Ende? 8 Welten, A3 Level oder so. 8 ist immer die Zahl bei Mario, kann das sein? Ja. Oder? Ja, so mit Beans vs. Halo, so mit der niedrigsten Stufe angefangen und dann direkt mit Mario die höchste Stufe gewählt. Ey. Ja. Also, okay, auf Anfänger bin ich ganz gut durchgekommen, ich mach direkt was mit dem Ich kann die Zeit leider nicht beschleunigen, es tut mir leid. Die fühlt sich immer sofort angegriffen. Ja, ne? Ich versuch dir doch nur irgendwie Hoffnung zu machen. Ah, wo war's denn? Wo war's? Ich bin ja mit dieser traurigen Daniel schon. Ja, nee, weil ja, hier, der. Ach komm, I don't care. Was ist denn da? Können wir nicht drum spielen? Hinter uns wird sich gerade um die letzte Wurst gestritten. Der Daniel Schröger soll schneller grillen, kann ich schneller grillen. Oben ist der Schlüssel, ne? Genau, oben ist der Schlüssel. Du kommst hierher um 16 Uhr und stellst dir Anforderungen. Ja? Wo andere Menschen hier alles essen. Okay. Aber die Nacken schon mal vorbei. Ich mag keine Nacken. Ah, okay, ich weiß. Ah, dann baust du einen Turm, oder was? Also so eine Puzzle-Rätsel sind ja auch relativ untypisch, aber da gibt es ja einiges in diesem Spiel. Sehr gut. Links oder rechts? Gregor, wir werden gleich mal sehen. Also rechts wäre ich ein bisschen schwer vorbeikommen. Wir müssen nachher den Weg ja auch wieder runter.
Und nachher jagt dich sogar noch eine Maske. Und ab. Was passiert? Okay, ey. Natürlich. Jausen! Oh, fuck you. Schnell weg. Okay, nur noch ein Herzchen. Jetzt geht's abwärts. Peach im freien Fall. Oh, wow, 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 wow. Okay, das ist jetzt bist du safe. Oh, Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Oh, okay. Gut, er hat aber einen Zahn drauf. Zum Beispiel hier kein Endgegner, sondern direkt die Kugel gefunden. Oh, und jetzt kommen wir zum ersten richtig großen Boss, das müsste die Maus sein. Mal gucken. Oh, das wird... Das ist die Ratte, die Maus, ne? Die Maus oder die Ratte beschmeißt uns mit Bomben. Was wir natürlich machen können, ist die Bombe selber nehmen. Wenn wir die Zeit hinfinden. Ach, komm, Peach. Erstmal die Dinger weghauen. Ich hoffe, hier haben wir keinen Rauchmelder oder so drin. Doch, wir haben hier einen Rauchmelder. Oh. Aber das ist sozusagen ja unser Oha. Test. Oha. Die Sachen, die drauf sind, das Shit. Oh, wir brennen gerade. Seht ihr das hinter uns? Ich spiele weiter. Ich spiele einfach weiter. Oh, ja, ja, Show must go on. Okay, Steaks sind da vielleicht nicht so die super Idee. Deswegen, ey, ich meine, Wasser muss doch rein. Wasser ist heiße Fett oder was? Ja, mach da auch Steaks in die Pfanne rein. Sonst. Habt ihr da kein Wasser reingemacht oder was? Nice. Vielleicht könnte mal einer kurz hier auch dieses Ding hier wieder zusammenziehen. Ja. Schnell, jetzt geht's. Oh, daneben. Ja. Das fällt niemand raus, oder? Oh, fuck, ey. Nie wieder so was. Was passiert? Ich wusste ja nicht, dass es direkt einknickt. Haben wir Wasser? Ja, aber jetzt kannst du ja kein Wasser reinkippen. Weil das Ding heiß ist. Wer ist denn mit kochendem Wasser? Ist jemand schwanger, oder? Du kannst ja auch aus der Luft rausfangen. Ja, kann ich auch. Gerade gesehen, ey. Das ist noch nicht fertig. Oh, Mann, ey. Was hast du? Kein Wasser. Geduld, Mutter Porzellan, das wisst ihr schon, ne? Ja, kann sein, dass sie auch geduldig ist. Oh Mann, ey. Das ist eine flinke Ratte. Das ist wirklich eine flinke Ratte. Yeah, okay. Einmal, das war das erste Mal. Ja. Und wie oft, dreimal? Dreimal, ja. Dreimal, alles klar. Kannst du nicht einfach Wasser auf das Heiße kippen, dann kommst du ja nicht. Zweimal. Ich würde diese Ratte gerne eigentlich in einem modernen Super Mario sehen. Die Ratte sieht aus wie in den 80ern, was man hinten auf dem Schulrucksack hatte oder so. Oder ja, auf dem genau, T-Shirt. Ja, ne? Stimmt, ey. Cool Rat. Ja, ja. Cool Würstchen, da war ich ein Würstchen. Ey, die Biker Mice from Mars irgendwie. Alter, ja, Biker Mice from Mars. Ja, ja, Mann. Genau. Warst du Fan oder was? Ja, Logan. Und auch von Danger Mouse. Ja, oh, ja. Danger Mouse war super. Ich kenn sie auch, ey. Aber das Schlimmste früher war für mich Mega Man, die Serie. Kenn ich gar nicht. Ach, die lief immer so um 6.15 Uhr auch so auf ProSieben okay. Samstagmorgen, so typisches Kinderprogramm, wo natürlich deine Eltern noch nicht wach sind und so. Und ich fand den Intro-Song immer so geil, dass ich den so laut aufgezogen habe, jedes Mal, wenn diese Serie angefangen hat. Okay. Meine Eltern immer, haben mich immer gehasst, wenn ich Samstagmorgen um 6.15 Uhr die Anlage aufdrehe, weil ich sag, geil. Schwein, du Ratte. Rattenschwein. No Bonus. Aber? Ja, das ist nicht mal dahin. Ja, ich hatte so schlimm.
Tja, da machen wir. Guter Zeitpunkt, ne? Erstmal Werbung, ja, wir haben es wirklich über Welt 1 geschafft. Das kommt der Fernsehgarten und dann geht's weiter mit Super Mario Brothers Part 2. Bis dann.